Star Fox. In? Ach komm, das kennen wir doch schon. Star Fox 64, aber nicht irgendetwas, sondern das einzig wahre, der einzig wahre Star Fox 64. Randomizer ist zumindest kurzzeitig auf diesem Kanal zurück. Nicht mit der neuesten Beta, weil die neueste Beta wäre die Beta 37. Wir kümmern uns um die Beta 35. Der Grund, warum ich die neueste nicht zeige, ist, das ganze Projekt wird sozusagen nochmal von vorne angefangen. Das heißt, viele Modi, die in den vorherigen Versionen vorhanden waren, sind jetzt erstmal nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir gehen auf die 35, denn die bietet zumindest ein oder ich glaube sogar zwei Modi, die wir bisher noch nicht hatten und die ich unbedingt in diesem Let's Play dann nochmal zeigen möchte. Deswegen gehen wir mal in die Randomizer-Option. So viel ist klar. Wir lassen es natürlich hier. Ach, machen wir mal Random Music an. Komm. Random Expert kann man auch mal machen. Ich kann sogar cool jetzt die Farbe verändern. Hat auch was für sich. So. Aber genau. Es gibt Special Modes jetzt. Es gibt jetzt fucking Special Modes. Und ich kann mit den Farben abspacken. Es macht Spaß. Ja. Die gibt es jetzt. Und zwar den Endurance Mode und den Protect the Targets Mode. Nicht Break the Targets. Wir sind nicht bei Smash Brothers. Wir müssen Ziele beschützen. Und den Modus, den starten wir einfach mal als erstes. Und ich bin gespannt, ob es wirklich Random Expert ist. Das Wichtigste, habe ich ganz vergessen, Random Dialog, Random Portraits, das bleibt natürlich. Das ist die wichtigste Einstellung, denn wir wollen ja mal wissen, was sagen denn die ganzen Star Fox Mitglieder oder wer auch immer sich da zu Wort meldet. Das ist nämlich komplett gerandomized, das heißt, wir haben nicht die ursprünglichen Funksprüche, aber das wisst ihr ja schon, ihr wisst das, ihr seid ja schon lange hier mit dabei und wir starten jetzt einfach mal und gucken mal, was hierbei rauskommt. So, und ihr seht es schon, wir starten direkt auf Katina. Das finde ich gut. In diesem Sinne, probieren wir es. Katina is battling the enemy. Good luck. So, und da steigt die Level-Time direkt. Also ich glaube auch nicht, dass wir in der Lage sind, hier... Oh, schöner Hit plus 3, schöner Start. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, die Mission hier zu erfüllen, sondern wir müssen möglichst lange durchhalten. Ich gehe jetzt einfach mal voll aus. Ich glaube nicht, dass wir Bill und Cat bis zum bitteren Ende beschützen können. Nur, wo sind die beiden überhaupt? Ja, okay. Da taucht die Energieanzeige für Bill und für Cat auf. Und da haben wir die beiden auch schon. Ich vermute mal, wenn wir sie beschießen, verlieren sie Energie. Ich teste es jetzt einfach mal nicht. Das wird sowieso zwangsläufig passieren bei dem ganzen Gewusel hier, dass ich sie irgendwann treffe. Wir sollten auf jeden Fall zusehen. Genau. Dass wir immer schön in der Nähe bleiben. Okay, hier tauchen in dem Modus jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele Funksprüche auf. Oh, das macht ja fast den eigentlichen Sinn dieses Randomizers zunichte, oder? Wenn jetzt hier keine Funksprüche kommen. Ah. Ah. Oh, Kehrt ist schon ein bisschen im Bedrängnis hier. Ich habe schon 20 Energie ver... Und Wolfen! Hier sind Wolfen! Ach du liebe Zeit! Star-Wolf ist hier, um Kehrt anzugreifen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh! Und... Oh, zum einen haben wir Expert-Mode. Zum anderen Raketen. Mit anderen Worten. Alle möglichen Random-Gegner tauchen hier auf. Nicht einfach nur hier Gegner aus Katina. Und sie sind auch noch hinter mir her. Ja, natürlich, Wolfen. Star Wolf ist hier. Das macht die Sache natürlich echt nicht einfacher. Ach du liebe Zeit. Hier hätte ich mir jetzt einen... Ich bin so gut wie erledigt. Wow. Irgendwo habe ich... Der war doch... Ah, shit.
Weil man natürlich selbst die ganze Zeit beschossen wird. Ah, oh, shit. Boah. Okay. Der Modus ist im Expert-Mode. Genau. Der Modus ist im Expert-Mode natürlich richtig hart. Ich sehe das schon kommen. Boah. Okay, das wird eine Herausforderung. Ich glaube, im normalen Modus ginge das. Aber hier im Expert-Mode wird das eine harte Geschichte. Was man natürlich mal versuchen kann, ist, dass man hier vielleicht mal ein bisschen versucht, auf Hits zu gehen, dass ich vielleicht spawnt dann irgendwie so ein Doppellaser vielleicht. Das wäre schon mal echt gut. Oh, okay. Ich weiß nicht, was ich da erledigt habe, aber offensichtlich war das keine Feinde. Nee, scheiße. Ah, so Mist. Okay. Flügel. Das bringt mir jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel. Ich hätte mich jetzt über Doppellaser tatsächlich ein bisschen mehr gefreut. Okay. Okay. So. Jetzt sollte ich zusehen, dass ich als erstes Starwolf außer Gefecht setze. Ah. Okay. Sehr schön. Starwolf wäre weg und gibt 10 Hits. Das ist doch schön. Und Doppellaser. Ja, jetzt wird es ein völlig anderes Spiel, meine Freunde. Zumindest für die paar Sekunden, die ich den Doppellaser haben werde, weil ich wahrscheinlich eh gleich verliere. Ah, puh, das war tatsächlich knapp. Und da sind direkt die nächsten Gegner hinter mir. Eieiei. Da ist was. Da ist was los. Das ist man aus Star Fox 64 gar nicht gewohnt. Dass so viele Gegner einen verfolgen. Aber hier verfolgt alles mich. Und die Corneria-Musik finde ich hier sehr interessant. Ich weiß auch nicht. Ist gar nicht mal so unpassend zu Alcatine. Obwohl es ja wirklich nicht das beste Corneria-Theme ist, das muss man ja definitiv sagen. Also das ist dem normalen Star Fox und auch das aus Star Fox Zero finde ich dann doch deutlich besser. Tatsächlich habe ich Corneria, das Corneria-Theme, immer als eines der langweiligeren empfunden. Ah, jetzt wäre natürlich ein Goldring oder irgendwie sowas echt gut gewesen. Ah, ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Und? Nein! Ja, so fühle ich mich wirklich, Andrew. Ach Gott. Bill und Kerze gleich hinüber. Aber es ist schön, dass ich es überhaupt so lange aushalte. Vielleicht. Ah. Dang, aber wirklich dang. Ah. Wahnsinn. Ah. Ich hätte mich jetzt über einen Goldring mehr gefreut. So viele Starwolf-Mitglieder auch noch. Oh mein Gott! Oh, hätte ich den nicht erwischt, wäre es jetzt erledigt gewesen. Okay, Cat ist schon erledigt, aber Bill ist noch da. Und Peppy ist. Pigma ist auch erledigt, offenbar. Ligma. Ah! Oh Gott! So, seht ihr, wie viele. Genau, jetzt over 9000. Habt ihr es gesehen, wie viele Wolfen auf einmal da waren? Das war ja unglaublich. Okay, das ist echt sauwitzig. Aber im Expert-Mode auch wahnsinnig schwer. Eieieiei. Hier ist man ja mehr damit beschäftigt, sich selbst zu retten. Ich habe eigentlich gedacht, hier kannst du tatsächlich mehr so gegen die normalen Gegner aus Katina und so kämpfen. Nur, dass vielleicht ein paar dann hingehen und Cat und Bill verfolgen.
Aber dass wir hier wirklich alles Mögliche an Gegnern hier haben, die uns verfolgen. Und dann auch noch Starwolf, mein lieber Mann. Also das ist knallhart. Und vor allem, wie viel Starwolf. Also das Starwolf-Team hat ordentlich Zuwachs bekommen. Das können wir definitiv festhalten. Warum auch nicht? Mitten im Getümmel, das ist so knallhart hier. Oh shit, aber ich habe eine Bombe. Eine riesige Bombe. Komm. Ah! Wow. Ja, was auch immer mich da verfolgt hat, verschwinde. Was auch immer mich da verfolgt hat, hier verfolgt mich doch ständig irgendwas. Macht doch gar keinen Sinn zu fragen, weil 2 Sekunden später verfolgt mich wieder irgendwas anderes. Oh, yeah. Oh, shit, da habe ich nichts erwischt gerade. Oh. Oh, bin ich eingerostet? Nein, ich glaube, das hier ist einfach wirklich schwer. Ja? Eine Wolfen erledigt. Ja. Und auch die letzte Bombe verschwendet. Ah! Sehr schön! Der hat mir jetzt echt geholfen. Im Expert Mode kann es so schnell vorbei sein. Und Cat ist übrigens schon down, das sehe ich jetzt erst. Oh Gott, seit wann? Krieg's aber auch so gar nicht hin, sie zu beschützen. Ich bin ja viel mehr damit beschäftigt, meinen eigenen Arsch zu retten hier. Das ist ja unglaublich. Uah. Oh shit. Oh shit! Why don't you come down here, Falco? Ja, genau. Fox ist dir zu langweilig. Du bist Falco als Gegner. Oh Gott! Den habe ich gar nicht auf dem Radar gesehen. War doch so ein popliger Pissgegner hier. Popliger Pissgegner, ja, super. Der poplige Pissgegner Pigma folgt Peppy. Genau. Die P-Laute sitzen heute. Ja. Oh Mann. One-Hit-KO wäre natürlich da echt noch witzig. Random Items is on. Vielleicht sollten wir das... Was passiert, wenn ich das ausschalte? Ich komme natürlich noch Random Death-Item hier. Wobei, ist das hier überhaupt noch drin? Das Death-Item? Ich muss gerade mal gucken. Was passiert, wenn ich auf Choose Planets gehe? Weil ich kann ja wahrscheinlich die beiden nur auf Katina beschützen. Wir lassen Random Expert einfach mal on. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt mehr Glück habe. L to change planet? Nee, also ich kann definitiv, ich bin auf Katina gelockt. Also es ist auch nicht so, dass wir irgendwie auf Fortuna irgendwie Cat und Bill noch beschützen können oder auf anderen Leveln mit offener Formation, sondern es muss Katina sein. Okay. In dem Modus ist das dann einfach so. Katina is battling the enemy. Good luck. Ja, ja. Oh, ich hab... Wieso hab ich jetzt... Warum? Habe ich irgendwas eingestellt? Wieso habe ich jetzt Hyperlaser und 5 Bomben? Wenn es jetzt noch nicht, mehr hier Gedöns ist, mehr Expert Mode, dann habe ich vielleicht sogar eine Chance.
Wahnsinn. Was hab ich da jetzt eingestellt? Aber es ist natürlich hier mit Hyperlaser ist das komplett anderer Modus jetzt, ne? Das ist schon, das macht wahnsinnig viel aus. Weil jetzt kann ich richtig offensiv spielen auf einmal. So, wie es mir am besten gefällt. Das habe ich bei Katina immer gemocht, mit dem Hyperlaser einfach alles umschreddern. Man sollte immer meinen, man macht hier hauptsächlich hohe Punktzahlen auf Katina mit den Bomben. Aber tatsächlich macht der Hyperlaser hier wahnsinnig viel aus. Also, du musst gar nicht immer versuchen, sonst wie viel Hit plus 3, Hit plus 4 oder so zu landen. Sondern du erreichst wirklich schon relativ hohe Punktzahlen, wenn du einfach hier mit dem Hyperlaser einfach alles schredderst. Würde ich natürlich nicht empfehlen, wenn ihr die Medaille kriegen wollt, weil da müssen eure Teamkameraden überleben. Und wenn ihr euch da auf den Hyperlaser verlasst, ja, dann sind eure Teamkameraden schnell hinüber, weil ihr sie selber beim Haufen schießt. Aber so für Highscoring, wer da gern mal so in Richtung der 200 Punkte kommen möchte, probiert es wirklich mal mit dem Hyperlaser und macht quasi Dauerfeuer. Das kann mitunter echt gut funktionieren. Ist jetzt nicht die Taktik, aber sicherlich etwas, was Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung in Star Fox haben, vielleicht ganz gut hinbekommen. Ballern geht immer. Eine Taste Spam. Oh, Bill. Kill Bill. Das ist echt ein komplett anderer Modus jetzt. Das ist so krass. Ja, zack. Er hat noch nicht. Wir will noch mal, aber trotzdem verlieren. Bill und Cat natürlich trotzdem ordentlich Energie hier. Ich möchte doch mal echt wissen, was ich da jetzt eingestellt habe. Warum ich da jetzt auf einmal mit Hyperlaser ausgestattet bin. Das war so jetzt gar nicht beabsichtigt eigentlich. So habe ich ja jetzt fast schon ein Easy-Mode draus gemacht. Das geht doch nicht. Meine Ehre als Star Fox 64 Spieler steht auf dem Spiel. Ah, leck mich! Ja, ich weiß. Ich hätte Edwards ausreden lassen müssen. Tut mir leid, Slippy. Oh. Ja, die Bulldog-Einheit, die schieße ich heute über den Haufen. Boah, guck mal, die ganzen Starwolf-Mitglieder hier auch wieder auf der Karte. Hey, und langsam sind wir in Medaillennähe. Das wäre natürlich witzig. Bekommen wir die Medaille hier auf Katina? Streng genommen sind es ja 150 Abschüsse. Wenn ich die jetzt bekomme. Tatsache! Ja! Der Counter hat aufgeleuchtet. Wir haben jetzt die Medaille. Krass. Das geht also. Das ist trotzdem ganz normal Katina. Das ist witzig. Haben wir das auch noch getestet? Ach, der Randomizer ist einfach großartig. Ich bin echt mal gespannt, was passieren wird. Weil er jetzt komplett von vorne gestartet wird. Was uns da alles erwarten wird. Wird natürlich vor allem ein bisschen an der Performance geschraubt. Aber. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Random Death-Item oder sowas war. Ich glaube, entweder Bill oder Cat sind gestorben. Und dann explodiert man selber. Lasst mich das mal ausprobieren. Wenn ich die beiden jetzt selber sabotiere, müsst ihr gleich wieder auftauchen. So, jetzt sabotiere ich die mal selbst. Jetzt heißt es gleich Kill Bill. Explodiere ich dann sofort? Wahrscheinlich. Ich muss das jetzt einfach nochmal ausprobieren. Komm. Ja. Freund oder Feind, scheißegal. Hier wird alles über den Haufen geballert.
Wer wollte dich schon immer bei Cat abballern? Na. Okay, Cat wäre weg. Jetzt heißt es Kill Bill. Yeah. Da kenne ich nix. Hier, und Star Wars hilft mir doch auch gerne sicherlich aus hier. Bill, du kannst mir nicht entkommen. You're good, but I'm better. Aber schade, dass sich hier so wenige zu Wort melden. So haben wir natürlich das, was dieses Randomizer-Projekt echt geprägt hat, waren ja die Random-Kommentare. Das war so großartig. Das ist auch immer noch mein Lieblingsaspekt, trotz all der tollen Modi. Ja. Everything okay, genau. Also, wenn sie kaputt gehen, explodieren wir sofort. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Na, dann hätten wir diesen Modus doch mal auf Herz und Nieren getestet, auch wenn ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert habe. Aber, was ja noch fehlt, ist der Endurance Mode. Den gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und ich bin echt gespannt, was uns erwarten wird. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.